Guten Abend, liebe Freunde. Ich habe mir wieder ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich hier gerne ansprechen möchte. Übrigens, der Einklang dieser Videos, das ist die Luftschutzsirene aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier ertönte, als die Engländer Lübeck platt bombten und meine Mutter hier im Keller saß. Deshalb spiele ich die auch unter anderem zum Anfang, um auch nochmal zu betonen, dass unsere wichtigste Aufgabe sein muss, Frieden zu bewahren. Ja, wegen dieser Sirene, wegen der deutschen Luftschutzsirene, kriege ich regelmäßig von YouTube eine Urheberrechtsverwarnung. Es ist ein Witz, also irgendwie scheint die Luftschutzsirene unter Urheberrecht zu stehen. Ich weiß nicht, unter wessen Urheberrecht, habe ich noch nicht so genau eruiert. Aber was ich heute sagen will, es geht um Politiker, um die Achtung vor Politikern und vor der Politik, die in Deutschland ja nicht so weit gediehen ist. Unsere Politiker haben Angst vor Hate-Posts, die wahrscheinlich oft auch sie selbst betreffen. Nicht? Ja, wie kann das angehen? Warum fürchten Sie sich vor Hate-Posts? Warum ziehen Sie einen Graben um den Reichstag? Ich kann euch das sagen, liebe Politiker. Das liegt daran, dass ihr keine Vorbilder seid. Ihr seid nicht ehrlich und ihr seid nicht echt. In den allermeisten Fällen. Ich war ja lange Zeit auch bei der Polizei in vorgesetzten Positionen. Da hat man mir beigebracht, in der Ausbildung zum gehobenen Dienst, man soll nicht auf Amtsautorität setzen. Wer hier sagt, hier, guck mal hier auf mein Schulterblatt hier, wer ich bin und wer du bist. Das ist Amtsautorität. Damit begründet man keine echte Autorität. Echte Autorität begründet man dadurch, dass man eine Vorbildfunktion ausübt. Wenn man echt ist und sich an Dinge hält, an die allgemeinen Regeln, die gelten, dann wird man auch Autorität erlangen. Kann ich jedenfalls bestätigen. Und das ist eben die Krux bei der heutigen Politik, dass sie sich nicht immer so ganz an die Regeln halten, die für sie gesetzt sind. Denn die sind ja nicht im freien Raum, sondern die Regeln ergeben sich aus diesem kleinen Heftchen. Das ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Gilt meines Erachtens immer noch in Deutschland. Und darin steht unter anderem, dass wir in einer Demokratie leben. Artikel 20, mal nachlesen, liebe Politiker. Und das bedeutet, der Wähler ist der Souverän. Der Wähler hat hier alles zu sagen und ihr seid Angestellte der Wähler und habt für diese Wähler euren Job auszuüben. Das ist euer Job. Aber was macht ihr? Ihr grenzt einen großen Teil der Wähler aus, in Thüringen letzten Endes 25%. Wollt ihr ein Parlament im Parlament bilden, eine neue Einheitspartei unter Ausklammerung einer kleinen Gruppe der AfD? Auch diese Leute sind gewählt und solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gehören sie auch zum Spektrum der zulässigen Meinungsvielfalt in diesem Staat. Denn die Meinungsvielfalt besteht nicht nur aus einer Meinung, sondern es gibt in einer Demokratie meistens mehrere Meinungen. Wenn es nur noch eine Meinung gibt, dann sind wir in ganz bedenklichen Zeiten, liebe Freunde. Ne?
während ihr euch angeblich über alle anderen Minderheiten große Sorgen macht, wollt ihr einen großen Teil der Bevölkerung, der in die Millionen geht, ausgrenzen? Sag mal, geht's denn noch, frage ich mich. Hört auf damit! Das bringt nichts. Ihr seid dann die Brandstifter und ihr seid verantwortlich, wenn diese Leute, die kein geringeres Recht haben als alle anderen, ausgegrenzt werden sollen. Das geht nicht. Und weiterhin kann man feststellen, dass ihr eine ziemlich verlogene Bande seid. Ihr versteckt euch, eure Tätigkeit, hinter angeblicher Wohltätigkeit. Ihr meint, ihr könnt die Welt retten und das wäre nun eine Aktion des Humanismus. Wem wollt ihr denn damit dienen? Für wen bringt das humanistische Vorteile? Für die deutsche Bevölkerung, für die ihr die Verantwortung tragt, auf jeden Fall nicht. Und für die Migranten, die entwurzelt in der Heimatlosigkeit hier auf den Straßen umherirren und das Straßenbild in einem anderen Sinne prägen, für die habt ihr auch nichts bewirkt. Ihr hättet lieber in deren Ländern Frieden schaffen sollen und dort etwas aufbauen. Das hätte wesentlich größeren Nutzen als dieser Wahnsinn des Selbstmordes von Deutschland, der hier ja betrieben wird. Denn irgendwann sind die Sozialsysteme am Ende. Die sind ja jetzt schon alle überschuldet. Wir haben ja Schulden, wir sind kein reiches Land, wenn wir auf Pump leben. So ein Quatsch. Genauso ist es natürlich mit der inneren Sicherheit, die schon vor 2015 am Ende war. Wie soll sie denn jetzt aussehen? Also, wem dient ihr damit? Ihr entwurzelt die Leute und isoliert auch hier die Menschen. Ihr treibt Keile zwischen verschiedene Gruppen. Ist das vielleicht auch euer Ziel? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Genau das Gleiche gilt auch für die Klimapolitik. Ohne sachliche Argumente wird unser Staatsvermögen in solche Aktionen gesteckt. CO2 einsparen oder irgend so ein Unsinn. Der Bürger darf sich ein Dieselauto kaufen und er fährt eine Woche später, dass er damit nicht mehr fahren darf, obwohl er Steuern zahlt. Wo gibt's denn sowas? Wenn ihr Diesel verbieten wollt, dann wird erstmal muss verboten werden, diese Dieselwagen dann zu produzieren, obwohl das natürlich völlig bekloppt ist, weil der Diesel ja eines der umweltfreundlichsten Autos überhaupt ist. Nur mal als Beispiel. Die ganze Klimabewegung ist reine Propaganda. Wenn man mal die Hintergründe beleuchtet, dann merkt man das. Klima Greta, das ist nicht ein kleines Mädchen, was sich dann so einfach da vor den Reichstag in Schweden setzt und eine Woche später weltbekannt ist und bei den Regierenden vorsprechen darf. Wer das glaubt, der hat auch den letzten Teil seines Hirns zerschossen. Die ganze Klimabewegung ist eine Propagandabewegung mit politischen Zielen und nicht mit Zielen, die in unserem Sinne liegen können. Das ist meine Meinung. China freut sich. China freut sich. Die bauen weiter ihre Wirtschaft aus. Wenn der Coronavirus erstmal wieder in der Tüte ist, dann wird China die neue Weltmacht werden. Europa jedenfalls nicht. Europa ist abgewrackt und abgewirtschaftet. Und in Deutschland tut sich sowieso da nichts mehr. Deutsche Automobilindustrie ist am Ende. Alles ist hier am Ende. Alles wird ausverkauft. Von unserer Mutti. Und alle Abgeordneten, die in der CDU sind, folgen der Mutti, weil sie Angst haben um ihren warmen Sitzplatz im Parlament. Denn wenn sie der Mutti widersprechen, sind sie das nächste Mal vielleicht nicht dabei. Aber es kann auch sein,
dass die Bürger aufwachen und sie dann erst recht nicht dabei sind, weil sie nämlich keiner mehr wählt. Das wäre natürlich eine feine Sache, aber das deutsche Volk ist ein bisschen verblödet, muss ich ehrlich sagen. Das zeigte sich wieder in Hamburg. Meine Meinung ist das. Also da ist wohl auch nicht viel zu erwarten. Aber solange ich hier noch ein paar Zuhörer habe, werde ich hier weiter meine Filmchen drehen. Ach ja, im Übrigen, wenn ihr euch so viel Sorgen um diese CO2-Geschichte macht, dann guckt euch doch mal einen Film an von RT, das ist dieser Russensender, der zeigt, wie die Panzer verladen werden im Hafen hier. Da sind hunderte Panzer. Was meint ihr, wenn so ein Panzer startet? Wie lange kann ich da mit meinem Diesel fahren, um einen ähnlichen Schadstoffausstoß zu produzieren? Ein so ein Panzer, wenn der losrührt, ich glaube, da kann ich ein Jahr lang meinen Diesel fahren. Ja, aber da ist Klima Greta nicht zu sehen. Ich habe die nicht gesehen da bei dem Manöver. Vielleicht zeige ich euch hier ein paar Bilder. Es kann auch sein, dass ich den Link unten zu dieser Aktion, zu diesem Film von RT Deutsch runtersetze. Naja, erstmal weiter eure veganen Würstchen, nicht? Und nochmal zu den Politikern. Ein weiterer Faktor ist, das sind alles scheinheilige Leute. Zum Teil. Scheinheilige Leute sind jedenfalls die, die sagen, sie wären die wahren Demokraten, die anderen sind es nicht. Und die dann gleichzeitig die anderen mit den wüstesten Worten beschimpfen. Was ist denn das, liebe verfassungstreue etablierte Politiker? Wie kann man denn seinen politischen Gegner so unter der Gürtellinie beleidigen? Seid ihr nicht mal bis zum Artikel 1 des Grundgesetzes gekommen, in dem steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für jeden Menschen, auch für Leute, die eine andere Meinung haben als ihr. Leider wird von der Propaganda versucht, wie in Zeiten schlimmster Kriegspropaganda, die Gegenseite zu entmenschlichen. Eines der schlimmsten Verbrechen, einen Hass zu sehen, wie wir das jetzt bei dem letzten Attentat gesehen haben, wo Verantwortung an politische Parteien geschoben werden soll, wenn irgend so ein Amokläufer durchdreht, ein Irrer, ein Geistesgestörter. In allen vergleichbaren Fällen, die ich von irgendwelchen Messermorden kenne, da wird sofort gesagt, der Typ ist irre, das kann man keinem in die Schuhe schieben. Völlig richtig. Und in diesem Falle
Ist die AfD schuld oder Höcke oder was, dass der da rumballert? Wobei ich erstmal gespannt darauf bin, wie sich die Untersuchungen dieser Sache dann am Ende herausstellen. Ich habe noch nichts weiter gehört. Ich habe noch nichts gehört von Spuren, von irgendwelchen Sachen, die die bisherigen Ermittlungen bestätigen, rein sachlich. Nicht, dass das nachher so ist wie bei dem NSU-Verfahren, wo die Akten dann 120 Jahre weggesperrt werden müssen, anscheinend. Das ist ja sehr merkwürdig. Ja, wie gesagt, den politischen Gegner beleidigen geht gar nicht. Und wenn ihr die Präambel des Grundgesetzes gelesen habt und jetzt nach meinen Ausführungen auch Artikel 1 des Grundgesetzes, dann lest bitte weiter, liebe Politiker. Dann kommen wir zu Artikel 3. Und da steht, ich glaube im Absatz 4, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Und zwar unabhängig von Rasse, Religion und Geschlecht und was weiß ich. Und auch unabhängig von seiner politischen Ansicht. Es ist kriminell, wenn man Leute ausgrenzen will, die politisch anders denken und sie möglicherweise auch, wie das jetzt geschieht, mit Zensur belegt. Das ist sehr, sehr bedenklich. Denn die Meinungsfreiheit ist der oberste Grundsatz in der Demokratie. Wenn ich nicht mehr sagen darf, und einige trauen sich ja gar nicht mehr, was zu sagen, was ich will, dann sind wir den finsteren Zeiten wieder sehr nahe. Ja, und das ist auch der Grund, dieses Nicht-Ernst-Nehmen, dieses Verleumden, dieses Denunzieren, was den Hass schürt. Und dann überlegt mal, liebe Politiker der sogenannten Altparteien, wer diesen Hass dann erzeugt. Wenn ihr allerdings diesen Staat und seine Grundsätze, die wir hier gerade im Grundgesetz stehen haben, Artikel 1 bis 20, Lesetipp von mir, wenn ihr diese Grundsätze allerdings verraten wollt, dann habt ihr auch guten Grund, euch zu fürchten. Denn immer mehr Menschen durchschauen auch so ein falsches Spiel und dann werden euch noch so tiefe Gräben um den Reichstag nicht schützen. Keine noch so teuren Zensurmaßnahmen. Kein Rückgängigmachen von gültigen Wahlen und keine NGOs, die mit Geldern von angeblichen Menschenfreunden, man nennt sie diese unheimlich reichen Leute, nennt man Philanthropen, das sind Menschenfreunde, die diese NGOs finanzieren und sich als Zivilgesellschaft ausgeben. Das wird euch dann nichts mehr helfen. Und ich sage euch, liebe Freunde, unsere einzige Überlebenschance in dieser Demokratie ist es, kritisch zu bleiben. Kritisch zu bleiben. Das heißt aber auch, manchmal ein wenig tiefer in die Materie einzutauchen. Wir sind es gewohnt, bei Facebook klare Entscheidungen zu treffen. Daumen hoch, Daumen runter. Aber das ist kein kritisches Denken. Vielleicht sollen wir so verblödet werden, dass wir dieses Schwarz-Weiß-Denken haben. Daumen hoch, Daumen runter. Die einzigen Entscheidungen stehe ich auf der Seite oder auf der Seite. Aber manchmal gibt es zwischen Schwarz und Weiß auch Graustufen, die wir uns mal näher betrachten sollten. Und manchmal ist nicht alles so, wie es scheint. Denn die Wahrheit, die ist oft im Verborgenen.